gerade mit der Lillian auf der Cape Cube. Ich sage jetzt mal alleine Hallo. Mit neuer Visa. Ich gehe jetzt lockig. Ihr Lieben. So. Ich wollte jetzt nur Bescheid sagen, dass ich hier bin. Ich werde mich gleich nochmal melden mit den Lillian zusammen. Eventuell noch ein paar Special Guests, wer weiß, wer weiß. Unsere lieben Kollegen können heute leider nicht. So ihr Lieben, jetzt sind wir mal zu zweit von der Gatesians Night und ja, es läuft super, es ist toll hier. Und was gibt's zu erzählen, Lillian? Die Stimmung ist gut, würde ich sagen. Ich drehe die Kamera aber um, so sieht man uns vielleicht ein bisschen besser und hört uns. Ja, das hat die Veronica an, einen wunderschönen Hosenanzug und eine Lockenwelle. Eine Lockenwick. Lockenwick. Wundervoll, in der Strumpfhose. Geil, ja. Stiletten. Soll mal der Lilly mal zeigen. Ich habe meine Frisur mal ausnahmsweise verändert. Ja. Das ist der dicke Popo. Ja. Ja, ich würde eigentlich generell dann gerne mit anfangen, wenigstens. Zeig mal kurz die Waschbecken. Da sitzen ja eigentlich immer Fiona Famous und Daphne Dragé. Und die grüßen ja generell immer die Leute. Und dann sage ich mal, fangen wir beide an, einfach mal die Leute zu grüßen. Ja, hier meine Kids, du olle Schlampe. Bist mal wieder bei den Weight Watchers, wo auch sonst. Den Weight Watchers. Den Weight Watchers. Ich habe gehört, du bist jetzt die Anführerin von denen. Du machst bis jetzt deutsche Vorsitzende. Ich meine, das ist ein Fortschritt. Also, herzlichen Glückwunsch dazu erstmal und schöne Grüße an dich. So, dann als nächstes in der Reihe La Madre Daphne Dragé. De Daphne. De Daphne, die Madre, wie gesagt. Ja, du alte Trümmertransel, bist ja auch nicht hier. Schön, dass du nicht da bist. Ja, die ist in der Betty Ford Klinik. Die ist in der Betty Ford Klinik, die Shirley besuchen. Shirley besuchen. Ja, die möchte ja einen Käse-Sahne-Kur machen. Dann mal weg von den Pfunden. Und dann unsere zweite Trümmertrampenmutter, Miss Fiona Famous. Ach, Fiona. Fiona, warum bist du nicht da? Wir haben ich meine aber auch. Ey, ohne Witz, ne? Es reicht aber echt langsam hier. Wir haben dich drum gebeten und ja, schade eigentlich, aber du hast bestimmt noch einen schönen Tag zu Hause gehabt. Ja, ein paar Schnecken, die du aus Paris mitgebracht hast. Mal wieder hat sie keine von uns mitgenommen. Ich bitte dich, Liebling. Wen grüßen wir noch? Wen grüßen wir noch? Gibt es jemanden zu grüßen? Die Wuppertaler? Die Wuppertaler? Ja, The Kitty und The Carrie. Gary Jackson und The Carrie. Der Kerry Jackson. Ja, Kerry Jackson hast ja heute auch eine Hommage und die hat auch mal so lange Locken. Ja, ich bin heute à la Kerry Jackson hier. Ich bin heute die Kerry Jackson Impersonal. Impersonator. Impersonator. Ich mach dich heute nach, Schatzi. Und ich bin Kitty und Dick. Die Kitty und Dick. Ja, wir sind die Kitty und die Kerry. Ja, gut. Und wer gibt's noch? La Madre 2 und 3, Fiona Famous, Daphne Dragé, Shirley Sugar, generell wir alle. Wir vermissen euch hier, aber naja, ich denke mal, wir rocken die Party alleine, auch ohne euch. Es ist toll, es ist toll, es macht Spaß. Und das macht Mario, ja auch Spaß. Super. Dem Mario macht auch Spaß. Was? Party! Guck nochmal. Es gibt nichts, bitte. Ja, klar. Der Mario ist mir wieder in den Arsch gegangen, wie auch sonst immer. Hätte ich auch total gerne. So, wir sind jetzt hier schon seit Stunden. Wir haben jetzt gerade mittlerweile 4 Uhr, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja, ja, dann gib bitte noch, ja, wen gibt's da noch? Keinen gibt's eigentlich mehr. Warum wollen wir halt denn grüßen? Ich glaub's nicht. Die Party ist super, wir rocken sie, wir haben echt Fun hier. Ist super lustig. Es macht voll Spaß hier. Und es ist scheiße warm. Es ist scheiße warm, um Gottes Willen. Und wir haben alle gegrüßt und wir lieben euch alle. Und YouTube, Rocket, schön, dass ihr uns verfolgt. Ich kipp gleich rum. Ja. Veronica hat schon Wasser in der Hand. Nichts Neues, ich trinke schon wieder Wasser. Aber das schon seit Stunden. Seht ihr Lippenstift? Vielleicht seht ihr das ja. Seht ihr mal? Nee, sieht man nicht. Doch, ja, ein bisschen. Das sieht man ein bisschen. Der Lipstick an der Flasche. Der Lipstick an der Flasche. Was auch sonst. Gut, ihr Lieben. Ich würde mal sagen, wir beide verabschieden uns dann mal endgültig. Ja. Und sagen Bussi Baba. Und in diesem Sinne, die Kiss. Nee. Der Lipstick und der Lipstick und der Valentine sind Russ. Wir sind Russen. Tschüss.